Es ist sehr, sehr viel Zeit vergangen und die Dinge ändern sich. Der Markt ändert sich ständig. Der Markt ändert sich ständig. Die Bedürfnisse ändern sich. Die Leute wollen immer was Neues, mehr und mehr. Und es ist nicht immer einfach, da mithalten zu können. Naja. Und das ist schön, ab und zu mal ein Büchlein zu lesen. Sehr schöner Titel, ein Theater für Träume, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das ist das neue Buch von der Polly Simpson mit einem sehr schönen Autogramm von ihr und von ihrem Ehemann, dem Herrn David Gilmour. Ja, und jetzt haben sie ja ein Audiobook veröffentlicht. Und ja, Servus! Servus! Uns gibt es ja auch noch und ich freue mich sehr, dass du wieder vorbeigeschaut hast. Es ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Man hat sich verändert. Nicht nur die Natur draußen, es ist Sommer geworden. Ja. Die warme Jahreszeit. Wir tragen jetzt kurzärmelige Leiberl. Und wir fahren auf den Badeplatz und dort lesen wir dann auch gerne mal ein Buch. Also Servus und herzlich willkommen auf dem Basisbild YouTube-Channel. Und heute sind wir ganz im Zeichen von Literatur. Wir sind ja alles gebildete Leute, haben sehr, sehr viel gelesen. Die Bibel zum Beispiel oder Automotor Sportmagazin oder eben so wie ich Polly Simpsons neuen Roman. Am besten auch noch gleich in Englisch. Das ist eine schöne Aufgabe für mich. Vorstellen möchte ich euch heute aber vom Nick Mason. Das Hörbuch Inside Out, das vielleicht nicht jedermann zu Hause hat. Auf drei CDs in etwas mehr als 3 Stunden liest Nick Mason sein grandioses Buch und da werfen wir mal einen Blick hinein. Mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen, und einem Gürtel versehen war und infolgedessen, ohne dass man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch erschien. Wer sind Sie? Fragte K. Tja, das waren noch Zeiten. Andreas Graskas, The Records Buch. Unfassbar, wie ich das erste Mal gesehen habe, ich habe es gar nicht glauben können, was es alles gibt. Danke, Andreas, für das tolle Buch, dass du damals zusammengestellt hast für uns. Wir haben einmal telefoniert miteinander. Toller Typ, keine Ahnung, was aus ihm geworden ist und was er macht. Auf diesem Weg auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank für dieses schöne Buch, das wir schnell auf die Seite legen. Wir wollen ja keine Probleme bekommen. Ja, Inside Out, das persönliche Porträt von Nick Mason. Tja. Ich habe ja in der Zwischenzeit natürlich, wie ihr auch, wahrscheinlich einige Inside Outs angesammelt. Das war die Erstausgabe. Wirklich wunderschön. Also das
Dass wir das bekommen haben, ist einfach ein Traum. Und vor allem Nick Masons Humor. Es ist wirklich zum, teilweise wirklich zum Totlachen. Eine meiner Lieblingspassagen ist, wo er beschreibt, wie sie nach Schottland raufgefahren sind. War es schon ein Fort Transit und dann, glaube ich, mit einer Fähre weiter und so fort. Und kaum Publikum und ich weiß nicht, ob sie nicht noch auch mit Bier beworfen wurden und so weiter. Also das war wirklich sehr, sehr lustig. Und Alan Parker zum Beispiel, der Regisseur von, ja, ihr wisst schon, von The Wall, der sagte, ich habe so oft laut lachen müssen, dass meine Frau dachte, ich hätte das Tourette-Syndrom. Es ist brillant geschrieben, voller Details, mit klarem Blick für die eigenen Schwächen und überaus komisch. Das ist es. Mit klarem Blick für die eigenen Schwächen. Ein bahnbrechendes Buch, literarisch intelligente Rock-Memorien, aufrichtig und humorvoll. So ist es. Ja, diese Version von Inside Out, die habe ich in Dortmund gekauft. Auch sehr interessant, hat vielleicht nicht jeder gesehen. Wieder mit einem neuen Cover vom Aubrey Powell dieses Mal entworfen. Im Grunde genommen aber ansonsten selber Inhalt. Also das ist halt die letzte Version mit Live Aid Reunion und Ricks Tod natürlich ist auch berücksichtigt, aber auch sein Auftritt bei den Olympic Games in London, The Endless River und schließt dann auch ab mit einem Bild von ihm im Victoria and Albert Museum. Ja, es wird spannend, er muss ja fast ein neues Kapitel dazu schreiben, also ich denke mal, ist die Ära South of All of Secrets mit seiner Band wird auch erwähnt werden müssen. Ja, mein neues ist ein Theater für Stopp. Auch erwähnt werden müssen. Das heißt, eine weitere Ausgabe vom Inside Out. Hier habe ich noch die englische Version. Dann Taschenbuch, eh klar. Wieder ein anderes Cover von Storm. Ja, habe ich schon gezeigt, Kaska. Jupp, sehr schön. Und German Version, auch sehr schön. Und ja, und hier haben wir die 3 CD Box. Sollen wir Box sagen? Oder was ist das? Ist das ein Fold-out kleines Büchlein? Ja. Auch wieder mit einem schönen Booklet. Und wie gesagt, 3 CDs. 3 Stunden Material drauf. In 20 Minuten. Viele Soundeffekte, die Mason neu aufgenommen hat. Vater dachte einen Augenblick lang nach. Das ist richtig, sagte er dann. Ja, darum geschehen die Dinge, weil die Menschen sie sich zuerst ausdenken. Wenn recht viele Menschen über eine Sache nachdenken, wenn sie fleißig daran arbeiten, dann wird sie auch bestimmt gemacht, falls Wind und Wetter es erlauben.